So, hat jetzt eine Weile gedauert. Aber wie ihr gleich seht, hat sich gelohnt. Moment. Erstmal selber was. Also, das ist jetzt das ganze Fleisch, was ich gerade weggeburzelt habe. Und auch die Wurzel, die Gogo-Wurzel da. So, die Steine packe ich natürlich noch schnell hier rein, damit hier nicht jemand auf die Idee kommt, falsche Sachen zu verbrauchen. Das sichere ich mir mal in meiner Truhe inzwischen. Jetzt habe ich hier das Problem. Muss die Pfeile erst wieder rausnehmen, zusammenführen, da reinpacken. Ich habe auch noch mehr rumliegen irgendwo. Und hier das, was er an Wasser reinpackt, packt er irgendwie komischerweise in die zweite Ebene. Sodass das, was die NPCs sammeln, in der zweiten Ebene landet und alles, was in der ersten Ebene ist, verbrauchen sie. So, jetzt sorge ich nochmal für Feuerholz, ob da genug da ist. Da hatte ich, ja, das hat, das obere, die Reihen waren voll, die wurden verbraucht. Also drei volle Reihen, A20, wurden jetzt verbraucht durch den Jahreswechsel. Und das müsste das sein, was der NPC hergestellt hat. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, wenn man das hin und her schieben muss. Weil er dann nämlich beim unten anfassen immer nach oben rutscht. So, ich guck mal, ob unten noch jetzt was liegt. Das hebe ich mir mal auf. Ich glaube, ich brauche es für Leder ganz viel. Aber da ich noch nicht genug Wasser gehortet habe, kann ich das ja, will ich das jetzt noch nicht herstellen. Dann werde ich jetzt nämlich daraus mal fix. So, Brennholz machen. So, alles zu Brennholz geworden. Ist jetzt noch nicht so prall, aber sollte den Bedarf erstmal decken. Also, jetzt der Effekt sollte dann mindestens drei, sogar jetzt auch vier Reihen tendieren. Vier Reihen voll mit Brennholz haben, gerade jetzt wahrscheinlich im Winter, damit die versorgt sind. Wasser verbrauchen sie auch ordentlich, auch im Winter. Dann werde ich jetzt. Moment, wo ist meine Maus hin? Das hier auch noch zu Brennholz machen. Ja, ihr dürft auch mal ein bisschen dabei sein. Alles werde ich jetzt hier nicht skippen. So ist das Spiel. Und wenn man in so einem Stadium ist, dauert es halt wirklich bisschen länger, also das geht hier noch. Das Essen ist schlimmer. Oder das Heu, wenn man das mal so durchlaufen lässt mit 200, 300 Heu. Da kann man inzwischen mal auf Toilette gehen und mit Hände waschen und Haare trocknen. Ist dann das Heu immer noch nicht durch. Es dauert halt. So, ich packe das mal hier rein gleich. Das ist dasselbe. So. 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 Sind jetzt drei Reihen. Dafür ist noch nicht genug Holz da. Mal, was ich hier noch an Trögen brauchen kann. 7 Stück. Ich glaube, das Holz hatte ich gekauft vorhin. Ein bisschen Holz will ich auch drin lassen, weil er da selber hoffentlich noch Brennholz draus baut. Die lasse ich jetzt hier rein, hole mir gleich die 7. 7 mal 5 Wasser.
Ja, ein bisschen. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob der größere Brunnen schneller geht. Weil es passen beide, jeweils passen 10 rein. Ich weiß nicht, was der Unterschied sein soll. So. Gut. Also, wir haben Wasser. Ich denke mal, es sollte erstmal, ist nicht so viel. Die Reihe ist nicht voll, aber muss jetzt noch reichen. Die Reihe Steine ist schon ganz gut gefüllt. Sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Ich besorge jetzt nochmal Steine. Und auch ein bisschen Erz hier unten aus meiner Höhle. Moment, stopp. Komm mal nur zurück. Also ich habe ja gelevelt. Ich bin jetzt 16. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas mehr kriege hier. Nein, alles freigeschaltet schon. Auch alles freigeschaltet. Auch alles freigeschaltet. Hier habe ich die beiden erst entdeckt. Allerdings ist jetzt mal spannend, ob ich was Neues bauen kann. Nee, also der Bergbauposten geht noch nicht. Also ich bin der Meinung, ich habe 2 freigeschaltet. Nein, Fischerhütte ist auch noch nicht freigeschaltet. Also hiervon ist nichts freigeschaltet. Lager hatte ich, glaube ich, nichts offen. Das Problem ist, man muss auch immer reinklicken, sonst sieht man es nicht. Gasthaus ist auch noch nicht freigeschaltet. Wohngebäude auch noch nicht. Moment, eins zurück. Das könnte ich bauen, ja. Bringt mir jetzt nichts, ist da was Neues? Ich glaube, die Bodenlampe ist neu, oder? Hier könnte neu sein, eine davon. Immer ich die Bodenlampe hinstellen muss. Also ich tippe mal in ein Wohnhaus. Soll ich da mal machen, damit es vielleicht bei mir auch nicht so dunkel ist oder bei einem der NPCs. Der hat schon eine Lampe. Hat der auch eine Lampe? Naja. Die werde ich mal hier in die Ecke stellen. Also 2 Spezialgebäude sind fertig. Ich weiß nicht welche. Wahrscheinlich die kleinen Brücken. Dafür gab es jetzt eine Freischaltung. Und guck mal kurz, habe ich denn noch was davon? Dann zeige ich euch mal was, was ich noch rausgekriegt habe. Allgemeines Lager. Ich hoffe, ich habe jetzt noch eine. Ja. Klein. Klein. Wir nehmen uns diese Papierlampe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Bretter brauche. Ich glaube, ich brauche Bretter. Hier, so wie hier, habe ich nämlich schon die Lampe aufgehängt. Da bin ich auch verzweifelt dran. Also es gibt 2 Wege, um Sachen aufzuhängen. Einmal. Moment, da brauche ich noch was dafür. Achso, das war ganz unten, glaube ich. Nee, wo ist es denn? Wo sind sie denn da? Ich nehme das Öl raus. Ich gehe in die... Ups, war das? War ich da gerade? Gehe hier rein. Ah, die Öl. Okay, das ist jetzt verwirrend. Das ist jetzt sehr verwirrend, warum die nicht freigeschaltet ist, weil die ist sogar in meinem Anfangsspielstand freigeschaltet. Da habe ich sie nämlich schon gebaut. Gibt es da auch einen Trick für? Moment, vielleicht muss ich ja auch erst das Öl herstellen, damit ich das freischalte. Hm. Das ist jetzt merkwürdig. Aber jetzt Fisch werde ich nirgendwo kriegen. Gut. Hier steckt irgendwie noch ein... Nee, ist kein Pfeil. Dann zeige ich euch trotzdem die Lampe. Moment. So. Bauhammer raus auf Deko. Jetzt gibt es 2 Wege. Man kann hier Halterung anbringen.
Wir können ja mit der Fackel anfangen, genau. Also es gibt diese Halterung für die Öllampen. Die kann man hier außen anbringen. Und dann die Öllampe auch anbringen, die ich jetzt gerade nicht habe. Man braucht die Öllampe aber dafür. Ich besorge mir mal kurz zwei Fackeln. Stroh habe ich ein bisschen. So. Hätte ich die nicht auch so bauen? Doch. Ich mach mal 6. Wird ja auch gerade dunkel. Passt. So. Also, Bauhammer. Hacke. Über Dorfgebäude. Falsche. Über Dekoration. Wandhalterung. Fehlt mir nochmal das Eisenerz. Moment. Und die Macke, dass die Maus plötzlich verschwindet aus dem Menü. Muss ich erst wieder ins Menü reingehen? Raus, jetzt geht's wieder. Sollte bloß nicht beim Kampf passieren. So. Nochmal angesetzt, aber jetzt kennen wir auch gleich den Weg auswendig. Dekoration. Wanddekoration. Wandhalterung für Fackeln. Ich werde das mal ein bisschen prestigemäßig hier anbringen. Moment. Problem ist nachher, dieser Behörden zu kriegen. 1. 2. Jetzt gehe ich einmal mit der rechten Maus wieder raus. Gehe wieder auf die Dekorationsgegenstände. Ja, auf die Lichtquellen. Und jetzt wähle ich die Fackel aus. Jetzt hier hochgehe, da wo der Halter schon ist, klickt darauf, baut er da die Fackel hin. Selbe nochmal. So, jetzt habe ich hier zwei Fackeln. Sieht jetzt komisch aus, weil der Hammer noch ausgewählt ist. Und jetzt brennen da die Fackeln. Gleiches gilt für den großen... Moment. Dekoration. Ich werde den falschen angeklickt. Ich muss in Dorf gehen. Dorf. Beleuchtung. Klein. Großer Lampenständer. Wenn ich den hier hinstelle, will ich den mal nicht dahin. Da will ich nämlich noch... Ja, ich stehe damit im Weg. Irgendwie noch nicht so optimal. Ich werde den vielleicht einfach mal hier daneben positionieren. Ich kann es dann auch mal verschieben. Und brauche jetzt natürlich Bretter. Jetzt haben wir 12 Bretter. Ich hoffe, das reicht. Hammer. Passt genau. Also wir brauchen jetzt diesen Ständer hier hin. So, jetzt gehen wir wieder auf die Dekorationsgegenstände, auf die Lichtquellen. Jetzt können wir nur die auswählen, die wir auch in der Tasche haben. Wir könnten jetzt hier Holzfackeln oder Papierquellen nehmen. Geh da oben mit der Maus rauf, dann wird es grün. Klick einmal und hab sie gebaut. Jetzt hängt die da. Selber mache ich jetzt nochmal mit Fackeln. Kann man nämlich auch so anbringen. Aber über einen anderen Weg. Man geht. Dorf. Lichtquellen. Ich hab die doch so eingepackt. Moment. Dekoration, Lichtquellen, Fackel. Da habe ich keine mehr. Also eigentlich habe ich das vorhin genau so gemacht. Die falsche Fackel? Ja, hier habe ich ja nur diese. Ich habe doch vorhin eine Fackel im Boden gerammt. Lichtquellen, Fackel. Platziere dieses Untergrund.
Also ich habe die in den Boden gerammt. Ich wundere mich, dass das jetzt nicht mehr geht. Und das ist ja suspekt. Oder ich mach's falsch. Moment. Ich guck nochmal hier. Ah, okay. Falscher Reiter. Leider gibt es die dreimal anscheinend. Über einfache Bauwerke und dort auf Holzfackel. Jetzt wird sie nämlich auch grün. Oder erscheint. Jetzt kann man die hier schön platzieren. Also ich finde das in einem Turm besonders schick. Weil er nämlich den unteren Bereich so richtig schön beleuchtet. Im Gegenzug zu dieser eigentlichen Fackel, die da steht. So, jetzt habe ich keine Fackel mehr. Gut, soll auch reichen. Also, ihr seht diese Lampe. Ihr seht meine Fackeln hier. Warum auch immer die so komisch fackelt. Wenn es richtig dunkel ist, ist es natürlich sehr angenehm. Und ihr seht die Lampe hier. Gleiches gilt für diese Fackeln. Und sobald wir wieder, warum auch immer, Öllampen herstellen können, werden wir die auch nochmal anbringen. So, genug für jetzt. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.